Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Es ist unglaublich, wie die Leute loslegen in meinem Clan, also im Clan, den ich bin. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja heftigst. Knights of the Realm. Maleari. Das ist einfach mega. Meine Kollegen, zum Beispiel Oliver Starbenov, seit 19 Tagen. Da der Nump, 187, seit 103 Tagen nicht mehr online. Ja, immerhin. Der Dadrian. Der Dadrian hat aufgehört? Das ist doch der Chef. Offline seit 135 Tagen. Global Star, das ist klar. Der Global Star, das war der... Der Starsegen, hä? Was ist das? Nein, der Seekard ist da noch. Der ist auch seit 9 Tagen nicht mehr online gewesen. Naja, viele Leute sind halt sehr beleidigt von Blizzard. Momentan ist der Troll in Form vor allem extremst hoch. Vor allem im Englischen. Und das ist schon heftigst. Also, ja, was soll ich sagen? Es ist nun mal so. Aber dass die Leute dann so ausrasten, die haben doch ganz genau gewusst, dass sie Diablo 3 gekauft haben. Es war ja damals uralt. es war ja damals schon klar, dass Diablo nicht so gut ist. Ich habe es auch gekauft, ein paar Tage später dann. Ich habe es einfach nicht kaufen können, weil ich das Geld nicht hatte damals. Ich hatte damals, das war 2013, 2014 hatte ich einfach Probleme mit meiner Krankheit und musste viel Geld immer wieder ausgeben. Nicht so schüchtern. Ja, wenn man das alles nicht finanziert bekommt, die Welt ist einfach gegen Kranken nicht fair. Also, wieso müssen Kranke eigentlich Sachen kaufen, obwohl es Krankenkassen gibt? Dann sollten die Krankenkassen halt vom Staat unterstützt werden, aber auf jeden Fall nicht so. Das ist Scheißdreck. Wir müssen ja noch schlechter besiegen. Ich probieren jetzt einfach mal, gell? Tut mir leid, wenn ich es nicht schaffe. Aber ihr wisst ja. Ihr kennt ja Diablo. Das ist immer nur gegnerabhängig und nicht Spieleskillabhängig. Ja, die haben mega viel Ding. Leben. Schon klar. Die sind ein bisschen zu hoch langsam. Also einfach zu hoch für Schwierigkeitsgrad Qual 4. Ich bin schwer verletzt. Das merkt man nach hier. Aber ja, die greifen natürlich auch nicht unsere Leute an. Unsere Gegner und die Guten. Das ist nicht normal. Nein, bitte nicht. Nie mehr. Ja, ich werde wahrscheinlich das niemals schaffen. Ich werde es aber mal probieren. Ja, schlecht ist schlecht zum Probieren, weil wenn du zu wenig Damage machst, dann hast du null Chance. Genau, ich werde es so machen. Ich werde einfach warten davor. Ich werde warten, bis die Goblins da sind alle. Also die Orks halt. Es sind ja Kobolde. Ja, also. So. Ja, kommt mal hier rüber, ich will nicht alle besiegen jetzt. Das sind sowieso auch noch. Das ist cool, man kann gute Massaker machen, indem man ja die Urahnen vertöten lässt. Also eine haben wir. Vier können wir, glaube ich, nehmen, hä? So, jetzt habe ich Anleitung. Offen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas noch ändern muss. Zum Beispiel Amnivosität. Zu Rüstung Dauer. Schaden.
unerbittlich wäre natürlich am besten. Ja, komm. Das wäre schon gut. Blutdurst. Komm, wir machen das kurzfristig und... Ich muss Tobsucht wegmachen kurz. Und hier eben unerbittlich. So. Jetzt schaffen wir es aber. Ich habe Hunger. Nein. Nein, brauchst du nicht. Ja toll, weißt du, der hat so viel Leben, dass... Ich brauche mehr Damage einfach. Nein, nicht frisches Fleisch. Ich möchte gebratenes Fleisch. Du dünner Budenbesitzer. Das geht noch nicht. Ja toll, weißt, jetzt brennt alles. Danke, dass du so wenig Schaden machst. Tja. Einmal die schlechte Platte, bitte. Auf halber Flamme. Ich hab's geschafft. Aber ich sehe so cool aus, hä? Schaut euch mal die Bärs an. Offensichtlich gibt es in den brennenden Höllen... Hab ich gemacht. Viele von ihnen, obwohl sie einst einzig und allein Diablo gehorchten. So, und was muss ich jetzt machen, ne? Ja, halt mal die Schnauze. Legendäre Würfelspiele. Verwendet kann er als Würfel dazu einen Gegenstand von seltener Qualität in einen Gegenstand von legendärer Qualität zu verwandeln. Hä? Also, dann muss ich kurz das Rezept nochmal nachschauen. Schön, dass das Ingame auch geht. Das haben andere zum Beispiel nicht gemacht. Da muss man... Atem des Todes. Gut. Ich werde ein Amulett machen, hä? Ich werde einen Ring machen, das ist wichtiger. Naja, sind beide halt zu stark irgendwie. Ich nehme ein Amulett. Zuerst einmal ein Amulett. Das, das, das und das. Und dann ein Amulett muss ich halt herstellen. Boah, meine Kätzchen. Heftigst. Also ihr werdet dann sehen, wenn ich eine GoPro habe. Dann werde ich natürlich das aufnehmen. Abgeschlossen. Ah, Duft der Zeit. Uralt. Ja, ich werde Blitzfähigkeit umgestalten und ich werde hier noch den Loot mitnehmen. Ah, drei Sachen bekommt man sogar. Cool. Also dann mal die... Ja, ich muss schauen, ob der Hammer... Ja! Heute drei Sachen uralt. Oder? Ich hab doch irgendwas noch... Ja, das Duft der Zeit. Den Hammer. Und das Ding hier. Cool, drei Sachen uralt. Ja gut, dann benutze ich den, hä? Aber zuerst möchte ich da noch... Das ist besser, hä? 24, nein. Okay, ich werde vielleicht noch umschmieden. Die Sachen. Aber vor allem das mal entfernen. So. Ich muss den reintun hier. Den reintun, die Sachen wieder hier hin tun. Und das uralte Amulett muss ich
Ja, ich werde einfach Blitzfähigkeiten rausnehmen. Ja. Ich muss es eigentlich. Ich habe keine Blitzfähigkeiten. Schaden. Unmöglich. Scheiße. Ich muss unbedingt hier... Ja, Ressourcen kosten. Ich habe keine... Oh, ich habe keine vergessenen Zellen. Oder Abklingzeiten. Nein, Abklingzeiten ist doch wichtiger. Ja, ja, komm. Komm, ich tue mal ein bisschen Schaden raushauen. Schaden raushauen. So. Ich muss jetzt sowieso nicht mehr in Qual arbeiten. Qual 4 arbeiten. Ich werde jetzt mal testen, Qual 4. Hä? Da in dieser schweren Ebene. Wegen den Sperrträgern. Ja. Was ist jetzt genau der Effekt? Was ist genau der Effekt sonst noch? Es gibt ja einen 6er Bonus. Ah, Schaden wird erhöht. Ja, es war jetzt nicht ungefähr gut so, mein Schaden. Ja doch, der ist schon gewaltig gut. Jetzt, wo ich sehe... Ja. Natürlich der gut. Schön, haben wir Abklingzeiten. Wie ist der wichtiger? Hey, prima, hä? Der Schaden hat sich verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht sogar. Weil ich ja immer wieder einsetze. Aber eben, ich bekomme so viel Schaden über. Ich glaube, ich belaste das noch ein bisschen an mir, hä? Was habe ich denn weggenommen? Ah ja, der Schaden. Kommt der Schaden, nehme ich weg. Ich nehme das weg. Ich brauche nicht Heilung und tu Schaden rein. Topsucht. Also, was müssen wir jetzt als nächstes machen? Da haben wir schon alles. Hä, wir haben da... Gibt es keine mehr... Hä, gibt es keine weiteren Etappen? Ist das alles? Habe ich das Ding schon? LOL! 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 Ja, ich will die Succubus haben. Ja, ich hab's. Ich hab's mir geholt und das so schnell. Es sieht irgendwie mega hässlich aus, aber... Wie findet ihr diese... Sie sehen zu wenig Andariel-mäßig aus. Andariel hatte doch immer so schwarze. Ich kehre in die Stadt. Die hätten schöner ausgesehen. Und mehr. Okay, Andariel hat, glaube ich, nur zwei auf dem Hinterteil, aber... Also auf dem Rücken. Hm. Okay. Jetzt machen wir ein bisschen Nephalem-Portale. Ja, kurz zerschrotten. Und ja, in einem der nächsten Parts müssen wir wieder Kopfgeld Akt 1 machen, bis wir Ding haben. Bis wir den Ring der... Ja, des Prunks, königlichen Prunks, genau. Haben. Seid ihr nie gut, ey. Mal bitte stärker werden. Mit Flaschis. Hallo, kommt jetzt endlich einer. Oh, scheiße. Reflekt-Damage. Der wird wahrscheinlich recht viel einhauen. Weil wir wirbeln ja. Und wir greifen ja ständig den an... Der gerade reflektiert. Es muss ja so heftig einschlagen. Ach komm. Sind wir auch ein bisschen schneller. Können wir schön mal aufkriegen. Cool, ich liebe den Schrein. Ah nee, ich hasse ihn eben. Oh, ein neues Porträt brauche ich nicht. Level 80. Cool, cool, cool.
Ja, das Spiel, das freut mich. Ich lieb schon das Spiel, wenn's Destruction gibt. Viele Gamer wollen ja immer Schwierigkeitsgrade haben, die fast unmöglich sind und so weiter. Und ich will einfach nur Action haben. Action! Ich will keine Herausforderung. Meine Herausforderung habe ich im Fußball. Und im Kung Fu Training. Dass ich mir eigen beitrete, weil ich noch keinen Lehrer habe, aber das bringe ich mir eigens bei. Ich weiß es, ich kenne Kung Fu. Weil eigentlich ist ja Kung Fu eigentlich relativ leicht. Man muss nur Bruce Lee gucken. Dann kann man schon lernen. Ich habe jetzt alle Filme von Bruce Lee geschaut. Und von Bud Spencer. Ja, da müsste ich wieder einen Mönch machen, der hat nämlich Kampfkünste. Zwar nicht so Kampfkünste wie zum Beispiel Bruce Lee, aber schon coole Angriffe. Hallo, wollt ihr Damage? Ja, wollt ihr Damage? Wollt ihr Damage? Alle zusammen? Ja, Damage hier. Ja. Aber eben solange man weiterkommt, macht Diablo 3 mega viel Spaß. Vor allem für mich. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist so. Aber sobald dann nichts mehr vorwärts geht, dann ist das Spiel zu Ende für mich. Also ich werde jetzt mich zusammenreißend hier euch noch viel mehr bringen, zeigen. Oh, neues Schwertchen. Aber wie lange? Ich dürfte gerne selber entscheiden, wie lange ich das machen soll. Hä? Soll ich High-Level-Content zeigen? Weil so schnell bin ich noch nie vorwärts gekommen. Noch nie. Ich habe ja auch nie so richtig intensiv Diablo 3 gezockt. Ich habe so viele Spiele. Ich kann das leider... Ich bin ein Fan davon, aber ich kann leider nicht denken. Also, früher war ich anders aufgelegt. Früher hatte ich noch ein Video, das könnt ihr immer noch finden. Das wurde 6-mal disliked und nur einmal geliked. Das ist wirklich... sehr schlecht. Es ist sehr schlecht angekommen. Weil ich ja auch ein bisschen halt übertrieben habe. Also nicht übertrieben, sondern einfach die Wahrheit gesagt habe, sozusagen. Schon mehr die Wahrheit als übertrieben. Auf jeden Fall habe ich einfach so gesagt, wieso mir... Ja... Ross, als es rauskam, also schon ein paar, ja, 4 Monate, ich glaube es war im Januar erschienen und so. Auf jeden Fall hab's damals, ja, geredet, dass ich es nicht so gut finde und ein bisschen enttäuscht bin und so viel Dislike bekommen. Bitte liked es, bitte schaut, sucht es, bitte, und liked es, nicht dislike, bitte. Nein, nein. Aber auf jeden Fall ist schon... Sehr niedlich kommen die Diablo 3 Fans so und schauen mein Video. Sie können nicht Deutsch, einer ist aus Norwegen gewesen, der andere war aus Großbritannien und so, und das waren die neuesten Aufrufe. Und ich bekomme einfach mal 2 Dislikes von denen. Na gut. Wieso finde ich Diablo 3 nicht so gut? Ah, Google Übersetzer, nicht so gut, schlecht, 2 Dislikes. Tja, ist ein bisschen schade, es ist ein bisschen schade. Es ist verdammt nochmal schade. Na gut, auf YouTube gibt's halt eher Haters als Freunde, also man muss sich Freunde extremst erarbeiten auf YouTube, aber Haters, die kommen immer sofort. Die kommen immer... Plump. Ich werde so wenig gedisliked. So wenig. Aber dann sehe ich immer Haters. Nur Haters, die disliken. Das ist Wahnsinn. Wieso Hater... Wieso disliken mich eigentlich immer Leute aus Indien zum Beispiel? Mich gucken mega viele Leute aus Indien. Wieso? Was mache ich denn? Aus Argentinien ist ja klar, wegen Champions Fregner. Aber Indien? Wieso schauen mich Leute aus Indien an und müssen dann disliken? Oder aus Dinge aus Russland ist es besonders schlimm.
aus Russland, die kommen einfach mal kurz ja online bei mir und sie tun dann Dislike und fragen mich irgendwas wegen einem Shop oder so etwas, also Google Übersetzer hat wenigstens das so gesagt. Sie wollen gerne etwas kaufen. Auf Russisch. Dann ja, frage ich mich wirklich, was das zu bedeuten haben soll. Bin ich da eigentlich einer, der nur Deutsch macht und deswegen beleidigt werde? Ich habe keine Ahnung. Lol? Schwer gibt's auch noch. Das habe ich ewig lange nicht mehr gefunden. Ja, es sollte die Sachen eigentlich verschrotten, aber kommen wir. Machen noch ein paar. Ach ja, wir machen jetzt wieder ein Greater Rift. Ah ja, es ist spät. Komm, wir machen ein leichtes Greater Rift. Ja, jetzt müssen wir noch 30 Sekunden warten. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Qual 4. Portalfinale. Portal brutal. Das habe ich erst kürzlich noch die letzte Season gemacht. Also wenn wir hier sind, sind wir höher als letzte Season. Okay. Da ist nur noch Qual 11. Und 7 Minuten. Okay. Das Schicksal ist euch heute hold. Ja, wie lange geht denn das? Ich muss mehr Damage machen. Ich habe immer noch keinen. Doch, ich habe einen. Ich werde mal eins probieren. Wie hoch ist denn die Chance, Ressourcenkosten gegen den Sockel? Relativ klein. Ja, okay, machen wir Ressourcenkosten um 1% höher. Heftigst. Komm, ich mache noch ein bisschen länger. Ich werde auf Stufe 18 und aufgewertet. So. Ich werde es nicht höher machen. Einfach mal kurz zum Ende des Parts noch ein bisschen zeigen, hä? Ja, wo sind die Leute? Hallo. Ich vergesse immer die Uhr anzumachen. Wieso sind die nicht automatisch an, wenn sie schon unendlich sind? Ach, Blizzard ist halt einfach manchmal schlechte Entwickler. Bei World of Warcraft haben sie auch irgendwas Beleidigendes gemacht und die aber uns die Herge genervt haben oder irgendwas. Auf jeden Fall verstehe ich manchmal das Balancing auch nicht, was Blizzard so macht. Ich will ja gerne World of Warcraft Let's Playen, aber ich kann es nicht bezahlen, solange ich keine Kreditkarte habe. Wie soll ich das kaufen? PayPal geht auch nur über Kreditkarte, glaube ich, habe ich gesehen. Oder geht das jetzt einfach nur, wenn ich dann Konto habe, geht das dann schon? Ich habe keine Ahnung, aber ich kann doch keine Kreditkarte kaufen. Das wird wahrscheinlich sogar teuer. Ja toll, wo geht's hin? Ich mach alle One-Hit irgendwie. Oh, der macht noch mehr Damage. Also so, wenn es jetzt gerade ein bisschen langweilig ist, es ist ja klar, dass ich jetzt einfach ein niedriges Level machen will, damit es einfach noch in den Part passt und nicht noch länger machen muss. Ja, es wird ja jetzt schon knapp. Aber, ja, sonst würde ich natürlich ein höheres machen. Ich werde ich muss nachher im nächsten Part natürlich nochmal ein normales machen und dann werde ich mal ein höheres machen natürlich, kein Problem. Aber ja, wir haben ja auch einen Spaß, wenn man ein bisschen niedriger macht, gell? Komm schon, Leute. Ich denke einfach, die Leute bei mir müssen ein bisschen Motivation kriegen, dann haben sie auch mega viel Spaß bei mir. Es gibt immer wieder Leute, die kommen und sagen so Sachen wie zum Beispiel, hey, finde ich richtig cool, ja, ich mag dich und so Sachen. Das mag ich sehr zu schätzen, natürlich.
Auch wenn halt nicht alles so Ding ist. 100% wirklich so ist. Also ich bin halt nun mal ein kleiner YouTuber. Ich habe die Probleme. Dafür bräuchte ich auch ein bisschen eine Unterstützung. Aber eben, es ist für euch natürlich freiwillig. Ich werde euch nicht zwingen, etwas für mich zu tun. Aber es wäre natürlich richtig nett, weil ihr profitiert auch. Also wenn ich besser werde, wenn ich reich werde, dann werde ich sehr viele Sachen spenden. Also ich werde viel meiner Geld als würde ich ausgeben für Spenden und so weiter. Nahkampfschaden wird um 10% reduziert. Das brauche ich nicht. Eigentlich müsste ich das obere nehmen. Ich muss das obere nehmen. Den habe ich ja im Besitz. Die anderen habe ich ja noch nicht im Besitz. Also habe ich noch nicht ausgerüstet. Ja, gut. Hat gereicht. Ja. Ja, vielen Dank fürs Schauen, gell? Bald geht es wieder weiter. Und ja, ich schaue eben, dass es täglich Diablo gibt. Manchmal kommt halt ein Tag nicht, wenn ich einfach nicht zum Aufnehmen komme wie gestern. Ist einfach mal Downtime gewesen. Ja, einfach Wartungsarbeiten oder so irgendwas. Und danach hat... Schauen wir doch einmal, was passiert. Ja. Das ist zu Blizzard hat einfach hat Pech gehabt, spiele ich oder spiele gerade an diesem Tag. Nicht. Der ist schon stark. Du kannst sicher den haben, hä? 11 mehr. 16 mehr. Ja, dann nimmst du den. Den kann ich jetzt verschrotten. Ich brauche kein Geisterheim suchen, Ring. So, jetzt werde ich nochmal... Nein, jetzt werde ich das... Ich werde das Amulett... Soll ich wirklich Blitzfähigkeiten wegnehmen? Ich müsste physischen Schaden drauf machen. Was soll ich wegnehmen? Ich brauche Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, Abklingzeit. Was habe ich denn Blitzschaden? Habe ich irgendwas Blitzschaden? Nein. Ja, komm, Blitzschaden weg. 16% Leben. So, jetzt habe ich mal ein bisschen mehr Leben. Ja gut. Ich werde dann mal Canes noch schotten. Blackthorns. Ich werde Fjordspalter. Hammer der Uhr an. Muss ich dann noch aus. Das werde ich nehmen. Ansturm möchte ich lassen. Höllenjäger sowieso. Ja, Messerschmitts Räuber sowieso. Kimbus Gold, so ist er. Erdrutsch brauche ich. Das brauche ich. Raserei brauche ich eventuell. Ja komm, den finde ich schon wieder. Den wegschmeißen. Okay. Ja. Also werde ich die noch verschrotten. So, in dem nächsten Mal können wir dann ein bisschen umtauschen, hä? Tschüss!